Abergors Hexen-Rauwuggel. Ein wildes Spektakel auf der Theresienwiese im nächtlichen München. Doch warum das ganze Theater, zeigt ein Blick hinter die Masken. Zum sechsten Mal in Folge auf dem Münchner Kulturfestival. Der Verein Rottaler Habergors Hexen und Rauwuggel aus Niederbayern. 34 Mitglieder werden am Abend in ihre Kostüme schlüpfen, um die rituellen Tänze der Perchten aufzuführen. Der Zweck, böse Geister des Winters an Scheußlichkeit übertreffen und sie vertreiben. Tradition ist wieder Trend. Dann hat sich die Sache aufgehört. Ich sage jetzt mal, in den 60er Jahren, da hat es keinen Nikolaus gegeben und keinen Rauwuggel und gar nichts mehr. Und dann habe ich 1979 zu meinem Bruder gesagt, so, weißt du was, das probieren wir ganz einfach einmal. Und so geht's. Das ist dann wieder losgegangen. Und dann waren wir 7 und dann waren wir mehrere und heute haben wir 34. Auch Schmalhofers Enkel ist dabei. Der 10-Jährige ist das jüngste Vereinsmitglied. Percht sein ist für jung und alt etwas ganz Besonderes. Das Verzaubern, also den Brauch aufleben lassen, die schlechte, kalte Zeit vertreiben, also das ist schon Wahnsinn. Es schwitzt sehr, ja. Man verliert schon 2 Kilo, verliert man meistens pro Auftritt. Denn in kompletter Montur bringt ein Percht rund 30 Kilo mehr auf die Waage. Für die schweren Mäntel nachgefragt, Felle von Schafen, Ziegen und sogar Katzen. Die Masken sind handgeschnitzt von Schmalhofer. Jede ein Unikat. Warm-up für den Auftritt. Draußen müssen alle dem Stab ihres Anführers und dem Takt der Trommeln folgen. Viele hunderte Zuschauer haben sich angekündigt. Persönliches Ziel von Schmalhofer, viel Unterhaltung und ein bisschen Nachhilfe in Sachen Brauchtum. Tanz, Trommeln, Gesang und Pentagramme. Mittel, um den Winter zu vertreiben und das Licht heraufzubeschwören. Schon zu Zeiten der Kelten gab es diese heidnischen Traditionen, die sich gerade auf dem Land bis heute erhalten haben. Aberglaube und Brauchtum. Immer noch Faszination und Wert für viele Menschen. Ganz wichtig für mich, Brauchtum. Also ich darf sagen, das gehört einfach dazu. Zwischen Lutznachtstanz und Trommelzug mischen sich einige Perchten und das Volk. Einige entpuppen sich als kuschelbedürftige Teddybären. Andere sind echte Poser. Ob Wintersonnenwende oder das herannahende Weihnachtsfest, das Licht steht im Mittelpunkt. Damals wie heute.